zusammen und herzlich willkommen zur Nachfolge von Let's Play Together Ghost Recon Breakpoints. Ja, auch heute hier bei Ballerburger und Dr. Disco. So, dann fliegen wir doch mal zum Häuschen von Christina. Gucke mal, wo ihr PC ist. Ja. Das ist es. So, nehmt an. Kain, der leicht, lol. Gefällt. Effekt Musik Interface. Die Stimmen können eigentlich so bleiben. Effekte. Ja, tausendmal besser. Hoki. Hoki hoki. Pass hier bloß auf. Oh shit. Sind zwei Leute direkt vor mir gespawnt. Ich wurde gesehen? Nee, doch nicht. So. Dann spotten wir mal, wa? Ach du Scheiße, sind ja viele. So, den könntest du nehmen. Schussfreigabe. So, lass uns das bitte ohne großartiges Blutvergießen machen. Okay, dann schraube ich jetzt über einen Schalldämpfer drauf. Schnell den. Oh, das hat einer gesehen. Oder? Nee, ne? Was ist da los? Absolut keine Ahnung. Feind in Sicht! Irgendeiner behauptet, was gesehen zu haben. Komm her, verhören. Erstmal. Na, schöner Tag, nicht wahr? Sag mir, wo ich Ian Black finde, sonst endet der Tag alles andere als schön. Der da einfach in den Wald ab. Tu mir nichts! Mehr weiß ich nicht! Alles klar. Aus, alles ausräuchern. Keine Gefangenen. Ja, schon dabei. Was habt ihr für eine Flinte? Ja, die mit der, wenn der mit der Schrotflinte, die sind echt übel. Wenn die nah genug dran sind. Die treffen mich, ich weiß aber nicht, aus welcher Richtung. Oh, jetzt darf ich erstmal laufen gehen. Hilfe. Du siehst das immer zu kritisch, Renato. Die schießen aus jeder Richtung. Ja, ja. Mhm. Oh, mir geht's gerade richtig am Arsch. Ja. Boah, ich brauche eine bessere Waffe, das gibt's doch nicht, ja. Boah, schade, tot. So, erstmal Loot. Warum humpelt meiner so? Was ist los? Bein verloren? Weil du verletzt bist. Das wächst wieder zusammen. Sagtest du, dann verwächst es und dann holst du. Ja, wenn nicht, dann suchen wir gleich ein schönes Tischbein und schnitzen wir ein Holzbein. Das Tischbein bleibt. Mit der Kante. Dann muss der immer als letzter gehen, weil sonst hören die Feinde den. Tapklopp, tapklopp, tapklopp. Damit mal schwimmen, Alter. Treib's immer oben, kannst nicht untergehen. Zumindest wie eine Boje. Ja, vor allem Füße nach oben, Kopf nach oben.
trocknen, sonst kannst du jeden Tag die neuen Triebe nachschneiden. Ist ja nicht so, dass der Verschleiß so hoch ist, ne? Oh, du ehrlich, aber nicht so. Oh, ja, was haben wir denn hier Schönes? Ja, wenn du dann wieder so läufst und immer ein Bein nachziehst, dann ist das ruckzuck abgeschliffen. Ja. Wie war das nochmal? Ruckzuck ist der Kiefer tiefer? Hm. Konfuzius. Haben wir denn noch einen Heli oder hast du den schon weggeschmissen? Nö, der steht da hinten am... Dann hol den doch mal. Hinterm Heliport, ja. Wir müssen 13 Km fliegen oder wir machen dann halt eben eine Schnellreise dahin. Schnellreise. Keine große Sorge. Warte mal, wo war der jetzt? Ich könnte ein paar Infos gebrauchen. Ich wünschte, ich wüsste mehr. Ich danke Ihnen. Ich habe schon Schnellreise gemacht. Ich komme zu euch. Ja gut, dann machen wir Schnellreise. Ist auch, glaube ich, schneller. Mann, die Karte offen. So, wo ist der Romano denn? Oh, ganz weit weg. Ja, das wäre sowieso besser gewesen. Nee, das bin als dahin zu fliegen. Romano? Jo? Gib mir mal kurz eine... Da unten bist du. Glaub es hackt. Was ist das denn? Hier fliegt eine Drohne und viele Gadgets in der Luft. Ja? Ist irgendwas kaputt gemacht? Nee. Hast du jetzt einen Biwak aufgeschlagen? Nein. Ja. Brauchen wir aber eigentlich gar nicht. Deswegen fahre ich mich gerade. Boah, wir können springen, oder? Nee, würde ich sein lassen. Nein, ich schon wieder. Komm, fang an zu laufen. Mein Gott. Zu glatt der Boden. Muss ich hier mal ausrutschen, weißt du, was da abgeht? Da wird ja aber plötzlich ganz anders. Was meinst du, wie du da schreist, wenn du da runterfliegst? Ja, so hoch ist das jetzt nicht. Das Becken wird sich höchstwahrscheinlich noch freuen, aber... Alter, mal kein Auto hier. Oh. Komm, du Rutscher. Ja. Oh! Der war ein wenig. Verdammt, die Landung. Oh, das reicht mir schon. Oh, stopp. Fuck! Da gibt es einen Seiteneingang. Ich will doch nicht abspringen. Ey, yo, ich kann nicht abspringen. Was ist das für eine Scheiße? Ah, du bist zu niedrig. Du musst höher. Seiteneingang hoch. Ja, das zeige ich dir. Dann sparst du dir den ganzen. Nee, dann sparst du dir den ganzen Weg durch die Festungsanlage. Hier vorne ist er. Alles klar, Uwe, dann komm mal runter. Das ist ja nicht mal ein unauffälliger. Ei! Ja, haben sie dich schon erwischt. Das ist der unauffällige Eingang, ja, ja. Nee, war am Anfang schon unauffällig. Ich hab hier was, warte kurz. Du müsste, glaube ich, Intel rumliegen oder was? Ja, ein Biwak konnte ich freischalten. Erstmal die Kiste plündern. Ja. Epic. War nichts Besseres. Ich hab ihn. Befrag ihn. Schlag ihn. Bolivianisches Roulette. Ich will alles wissen. Sichtkontakt. Los. Oh. Komm schon, du weißt doch schon alles. Mehr kann ich dir nicht sagen. Okay, raus. Das war's schon? Das war's schon. Alles klar, rückwärts raus. Räuchert sie aus, Leute! Deswegen sage ich dir mal, immer den Hinterausgang nehmen. Ey, du. Ich hab nicht vorgehabt, noch länger da zu bleiben. Oh, scheiße, jetzt bin ich hier voll im Ding. Du kommst da zwei um die Ecke. Boah, warte. Lass die Drohne reinfliegen. Ja,
Muss ich aber noch ein bisschen regenerieren, warte mal. Warte, ich komm zurück. Ich Uwe, was machst du denn da? Wir haben doch gesagt, wir gehen zum Boss. Wir kommen von hinten. Vietnamesisch. Ja, da stand ja, pass auf, hier am Dings, da steht noch einer. Rechts, rechts, hinten, hinten, da ist der Server, der kommt jetzt. Ich würde sagen, hier ist mehr als nur einer, wa? Kann das sein? Naja, ich war gerade von zwei Stück umgebracht. Der eine mit der Schrotflinte hat richtig Damage gemacht. Boah, jetzt kommt er von oben auch noch. Ja. Leg die Sau endlich um! Das bist du gar nicht. Bist du jetzt respawned? Nee. Alter, wo liegst du denn? Der liegt da noch. Ach, der liegt hier. Ich hab die falsche Leiche versucht aufzuheben. Jetzt ist er respawned. Kann ja rausgehen. Ja. Hier oben ist ein. Kann ich dir nicht aufgabeln? Was ist hier los? Falls ihr rauskommt, hier oben ist ein LKW, den habe ich angehalten. Ja, irgendwas liegt da oben. Das ist auf jeden Fall ein farbiger Gegenstand. Kannst du den LKW direkt plündern? Das ist so ein Gadget, den. Shaky, bitte. Auf dem Teil und sowas. So. Kannst du auch ruhig anhalten. Warte, ist ja beide da oben. Alles klar, Vollgas. Uwe sitzt da nicht. Einer übertreibt immer. Ist gar nicht weit. Kontrolle. Der Dude befindet sich in dem großen Tower. Im großen Tower. Uwe, spring ab. Uwe, steig aus. Ja, ja, bin ja schon draußen. Uwe regelt. Großer Tower, der links war. Ja. Die Scheinwerfer machen Alarm, richtig? Genau. Hab ihn. Verhören. Beobachte euch. Ich weiß alles, was auf dieser Insel passiert. Und ich werde keine Schlampereien dulden. Hat doch einer wieder was gesehen? Moment mal. Ich werde nachsehen, was das war. Behaupten ja ständig, dass sie irgendwas gesehen haben. Bereit machen. Wir haben Ärger am Hals. Wasser, alles klar. Wir sind bereit. Die Macht der Stapel. Müssen wir den mitnehmen? Wenn du weißt, wer ich bin, weißt du auch, was ich brauche. Und dass ich nicht zweimal frage. Okay, schon gut. Schon gut. Das Steuerprogramm ist mit einem Biometriescanner abgesichert. Wo ist es? Auf der anderen Seite der Basis. Du hast doch nicht im Ernst vor, mich dahin zu schleppen. Los geht's. Pass auf, runter. So, ihr müsst mich jetzt verteidigen. Alles klar, warte, ich muss mal gucken. Der Typ muss nämlich in den Kontrollraum. So, Uwe, lass krachen. Oh, jetzt haben sie mich hier mit.
Scheiße. Geh weg, geh weg, geh weg. Gibt's den Hinterausgang? Nee, oder? Doch. Ja, aber da kommt ein Heli. Nö, ist weg. Achtung, da kommt eine Granate. Ja, ich sehe da das. Das die Mörser ist das Problem. Die muss auch weg. Doch, da kommt ja schon wieder ein Heli. Alles klar. Das war der Pilot. Den hab ich mal eben im schönen Schaden gezogen. Es sind viele Leute hier vorne vor. Ich regel das. Scheiße, geht nicht. Der Typ darf nicht sterben. Wenn ihr auf mich drauf schießt, kriegt ihr auch Schaden. Alles klar. Bleib mal drinnen. Da ist ein Scharfschütze auf dem Dach. Bleib stehen. Alles klar. Weit getroffen! Legendär. Achso, den du da entführst, der darf nichts abkriegen? Nein, das ist halt, der muss zu dem Bioscanner. Den muss ich da hinhalten. Warum holen wir nicht einfach ein Auge raus? Komm bitte zu mir. Warte, vor dir sind immer noch welche. EMP-Granate. Wir müssen hier runter, richtig? Ja, warte du erstmal mit dem hier. Wenn der nichts abkriegen darf. Feinde gesichtet! Komm! Ja! Alles klar, weiter, weiter, weiter. Hier unten ist auch noch, glaube ich, einer. Wie hier links? Ah, guck mal, perfekt. Nee, passt schon. Hör mal, einigen wir uns. Ich kenne Geheimnisse. Viele Geheimnisse. Was ich dir alles über Jay Skell erzählen könnte. Gib mir Zugang zum Drohnensteuerprogramm. Wärst du an Schmutz über Walker interessiert? Du schaltest jetzt das Programm frei. Okay, schon gut, okay. Aber ehrlich, du musst größer denken. Ja! Silverberg! Was soll denn die Scheiße? Wir sind's leid, dass du durch unsere Schlüssellöcher guckst, Blake! Denk wohl die Freunde aus. Ja, du musst mir helfen! Bitte hilf mir! Ein Scheiß muss er. Im Englischen spricht er mit so einem Mafia-Akzent, weißt du, wie so Chicago Mafiosi. Der andere? Ich vertraue. Hier, dieser Ian Blake, ja. Den wir da gerade verhört haben. Im Englischen hat er so ein. So ein Chicago-Akzent. Okay. Wie so Al Capone gesprochen hat. Vertraue kein Menschen, der so spricht. Vorne war ein legendärer Loot, dass wir den mal eben kurz aufgabeln, bevor wir weiterziehen. Gabel das auf. Ich guck mal eben, dass ich die letzten Sachen. Wir müssen zur Baustelle zurück. Und naja. Kein Thema. Ja, ich bin schon hier. Also, ihr könnt zu mir springen. Warte. Noch nicht drüber. Wir stehen nämlich unter Zeitdruck. Mal reingucken, was wir da Schönes haben. Erweitertes SSG-Magazin. Damit lässt ihr schon mal arbeiten. Epischer Loot, schöne Weste.
Oh, die ist sogar besser als meine. Das ist gut. So, meine Freunde, leider endet das Spiel zu heute wieder. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Together, Ghost Recon Breakpoints. Es bleibt spannend. Bis die Tage.